Hi. Und herzlich willkommen zu TPA Season 2. Playoff-Viertelfinale. Wir sind in den Playoffs. Mögliche Playoffs. Pff, alles easy, alles gechillt. Wir sind nicht aufgeregt oder so. Nee. Ja. Wir claimen einfach diesen Free-Win und dann ist alles gut. Wir claimen den Free-Win. Genau, TJ. Genau. Nein, Die anderen müssen alle gegen das Lacho spielen. Wir müssen halt gegen das Lacho Akku spielen. Ich meine, ja. Nur Platz 2. Was ist denn Platz 2? Nee, aber zum Beispiel. Die sind voll krass drauf. Das sag ich dir. Und die werden auch alle, die sich in den Playoffs im Weg stellen, ich sag, die werden Winner von TPS Season 2. Aber Hex with Heat, komm. Also, wie gesagt, sie hat so ein leicht gespoilert, gegen wen wir spielen. Es wird toll. Es wird sehr toll. Ne, kann ich euch jetzt schon mal versichern. TJ, Playoffs, willst du erklären, wie die Playoffs ablaufen werden? Also, die Playoffs laufen so ab: Du besiegst ein Team, Team fliegt aus Playoffs. Richtig, Chaos-System. Und deswegen kommen wir erstmal zu unserem alten Team. Und wir werden euch jetzt mal erstmal vorstellen dürfen, was wir denn so geändert haben, indem ich hier ganz kurz euch jetzt reveale, kann man sagen, ne? Wie denn unser Team nach den Playoffs aussieht. Und TJ, wenn du willst, kannst du gerne, sehr, sehr gerne anfangen. Jetzt mit unserem neuen S-Tier. Ja, neues S-Tier, also unser halb neues S-Tier, besteht aus einem Pixie, das schon immer da war. Mhm. Und natürlich jetzt nochmal dazugekommen ist, wir haben Slobo, den King der Welt, draußen gekickt, weil da, mit dem wären die Playoffs einfach zu easy gewesen. Ja. Deshalb holen wir uns Faxen rein und nehmen einfach jemanden, der schon Erfahrung hat mit TBL, jemanden, der auf der Kühlrangliste mal ganz hoch war. Jemanden mit Hazard, komische Control, also, ja, ihr wisst sicher schon, von wem ich rede, nicht, weil, man sieht's ja nicht nur schon Cinderace. So. Ja, von Cinderace reden wir nämlich. Lieber Lo ist dabei. Ja, ja, ist gut, du siehst nicht. Ist einfach der höchste Attacker und jetzt, nur weil wir Lieber Lo rausgepackt haben, ist unser Team auf einmal physisch offensiv. Ich versteh's nicht. Aber weil wir ja noch einen neuen Toxic-Type brauchten, weil Ampira News das war, haben wir uns einen Toxer geholt. Yikes. Ja, und den Toxer wurde noch nie gespielt und deshalb ist es echt nice, weil der hat Rapid Spin, der hat leider keinen Flip-Turn, sonst hätten wir bestimmt Scar-Flip-Turn gespielt, das sag ich dir. Das wäre doch so OP, Scar-Flip-Turn. Ja. Lecker. Der hat auch einen recht okay Fist-Attack. Ja, aber der Junge hat einfach nice Typing. Mhm. Also, den erstmal richtig zu handeln, offensiv vor allem, ist schon ein gutes Stück, weil sowohl physisch als auch speziell ist der halt nice. Ja. Rapid Spin ist da, Toxic Spikes sind da. B haben wir uns dann anstatt Rizeros. Rizeros hat super Arbeit geleistet. Das Problem ist, die 4-Schwächen haben uns leicht genervt. Und wir wollten noch einen Hazard Removal haben von den 4 Hazard Removals, die wir dazugeholt haben. Ne? Und wir brauchten mehr Rocks und einen Psychic Type, deswegen haben wir uns. Nach Lebomentas! Das sieht auch ganz gut an. Das sieht ganz gut aus. Lebomentas it is. Und dann der Change, der für dieses Matchup das schlechteste war und für restlichen eigentlich ganz cool, war Sylvelli. Sylvelli Normal. Sylvelli Normal sieht eigentlich ganz geil aus in jedem Matchup, besser als Mittag, außer gegen Hexproof Heat. Apropos Hexproof Heat, kommen wir zu Hexproof Heats Kader. Der hat sich nämlich auch ein kleines bisschen vielleicht verändert. Ja, so etwas, ne? Also nicht viel, aber etwas. Denn was sich geändert hat, ist, dass wir erstens ein komplett neues S-Tier haben. Yep. Kein Kramor, kein Barrascuda, sondern jetzt ein Mega Garados. Und ein Necrozma. Ich habe auf beides keinen Bock.
Es ist halt. Es ist halt absolut eklig und es ist halt nicht eklig im Sinne von Stall, sondern eklig im Sinne von, das ist halt fucking strong. Ein sehr gutes S hier. Ja. Eine gute Verbesserung für deren Team. Das Toxic Quark ist. Was mir. Also, was leider dann der Fall war, ist auch, dass das Toxic Quark wegging. Womit sie kein Fighting und kein Dings-Type mehr haben. Poison-Type. Aber. Dafür haben sie jetzt einen Steel-Type. Nämlich mit Pantrinage. Der böllert schon rein, nur nicht gegen uns. Und ein Tank auch. Ja. Stimmt. Aber wir haben Skarm. Ja. Der kann machen, was er will. Der muss schon Band Adamant sein, damit der da über kratzen kann an Skarms krasser Höhle. Ja, tut. Obwohl der hat Heatcrash, das könnte ein bisschen leichter werden. Also denke. Ja, auf jeden Fall, und zu guter Letzt, RIP, Mega Glalie, du bist ein Ehrenmann in Hexofeeds Kader gewesen, aber Golgantis kam rein, was okay ist, sie haben Ghost-Type geholt, ein Ground-Type, ja, es ist ganz gut, finde ich. Ja, obwohl die jetzt Zandama ein bisschen useless ist. Ja, aber... ja, Zandama ist halt so ein bisschen useless, aber mir fällt auf, Hexofeeds, ist dir eigentlich aufgefallen, dass Hexofeeds Kader eigentlich... übel viele Dings hat, übel viele Monotypes. Also Monotypes. Hey, ja. Übel viele? Ja, das komplette A ist ein Monotype, ein S ist ein Monotype, Viscogon, Pantinarasha, Zandama. Ja. Das stimmt schon. Ist ganz funny, finde ich. Wir kommen zum Kader, welchen wir heute mitnehmen werden gegen Hexofeed. Die 6 Monster, die uns hoffentlich ins Halbfinale böllern, oder das war das letzte Video heute. Von den TPS Season 2. Natürlich. Und ich will noch was ändern. Ich will noch was am Team ändern. Kacke. Was denn? Das kannst du ja gleich sagen. Und wir werden dann live diskutieren. Ja. Wenn nicht, schreib mir schon mal, was du ändern willst. Gut, okay. Stell du schon mal die Monster vor, die fest drin sind, aber. Schreib mir schnell, was du ändern willst, dann machen wir das. Ich glaube aber, dass wir an unserem. Gar Poison-Type nichts ändern werden, oder? Nein. Perfekt, dann bleibt das so. Gut, ich muss nur nachgucken. Tentacool kommt direkt mit, weil es sieht offensiv extrem gut aus. Das Ding ist, es soll, also, speziell tankt es halt immer noch genug, physisch gar nichts. Deswegen haben wir uns gedacht, für Darmanitan brauchen wir etwas, was schneller als ein normaler Darm ist. Kommt Scarf-Darm mit, ist halt ein Problem. Aber es ist der beste Lead auch, den wir hier haben in dem Matchup, weil wir entweder Toxic Spikes legen können, Mons mit Mirror Code ein bisschen Faxen machen können oder halt Surf drücken können, womit es halt easy clap, ne? Darm weg. Knockoff dann für sowas wie ein Porygon, damit der Evolite weg ist. Und insgesamt gefällt mir sehr. DJ muss immer noch mehr schreiben, was es ist. Kann ich weiter mit Cinderace machen, oder ist das Mon, was du ändern willst? Nein, Cinderace soll schon drin bleiben. Der ist neu. Cinderace, zweites neues Mon. Sweeper, Life Orb. Blaze müssen wir spielen, Libero ist gebannt. Libero ist gebannt. Kein Wunder, die Fähigkeit ist auch absolut broke. Wir haben HP-Wesen, sodass wir Sub 4-mal nutzen können. Wir spielen nämlich Sub, High Jump Pyro Boy Sucker. Kurze Erklärung. Das Ding hat High Jump, das weiß jeder, wenn man das Cinderace kennt. Und es kann sein, dass wir halt auf dem Porygon, welches probably Protect mit haben könnte, für sowas wie ein High Jump, weil das wird man erwarten, können wir halt Sub drücken, um zu gucken, was die Gegner machen würden. Wechseln sie raus, ist gut. Recovern sie, ist uns scheißegal. Headappen sie sich, ist scheiße. Greifen sie uns an, ist eigentlich auch egal. Wir verlieren nur 25% Leben. Und das Ding ist eh eine Glaskanone. Das heißt, entweder stirbt es oder es macht Damage. Der Speed ist gespeedcreept auf das nächste schnellste Mon, was wir outspeeden müssen. Ich weiß gerade nicht im Kopf, welches es war. Probably Wolverock, glaube ich. Ne? Schnellste Mon in deren Kader. Ja. Mynectic. Wer auch sonst. Außer unser geliebtes Mon mit den meisten Kills in unserem Kader. Perfekt. Bester Name. Das Item offensichtlich.
Lightning Rod muss sein, weil wir können immer noch einen Thunderbolt von Porygon zum Beispiel abfangen. Was probably aber in dem Spieltag eher Psyshock spielen wird. Aus dem Grund, dass es damit auch Tentacruel angreifen kann. Abgesehen davon, ne? Und zweitens macht... Ja, obwohl Thunderbolt könnte es halt mithaben für Dings. Für Skarm. Ist es eine Sache, was das Porygon dabei hat. Insgesamt, wir können uns damit hochheilen, also nicht hochheilen, setupen. Wenn wir halt in sowas reinwechseln, das Predicten ist halt lucky für uns dann. Volt Switch, Thunderbolt als Depp, weil wir brauchen die beiden Sachen, weil wir glauben nicht, dass die Ground... Also, wenn die Ground Monster dabei sind, dann uff, sieht nicht geil aus, aber ist halt egal. Overheat, weil wir irgendwas... Wir wollen halt, wenn wir die Fire-Type-Attacke drücken, Damage machen. Wir werden wahrscheinlich mit dem Ding eh nicht lange drin sein können, weil irgendwas reinkommt zum Revengen. Das letzte, was wir haben, ist dann halt Thunderwave, weil die Wave rettet uns manchmal den Arsch vor Setup oder Scarf. Wenn wir dann halt Thunderwave drücken und dann so ein Setup-Mon reinkommt oder so ein Scarf-Mon, was dann auf einmal langsamer ist, können wir halt geile Sachen machen. Ne? Du. Hast du mir schon geschrieben? Nein, okay. Mach ich einfach weiter. Gerade an Timmy gegangen, die Nachricht. Lul. Dann ändern wir es nicht. Go-Geist, als nächstes. Wie bitte? Ich habe geschrieben, take the bait. Damit es wenigstens nicht nach einem Versehen aussieht, dass ich wieder unsere Sets Jammy sticke. Okay, also wir lassen unsere Sets doch so, habe ich gehört. Vor allem, er schreibt mich immer an, kurz vor dem Match, damit ich die oberste Sache anklicke und den dann schreibe. Aber eine Frage. Das heißt, wir lassen jetzt die Sets so? Ja, er schreibt Specs, Porygon und Scarf am Ende. Okay, perfekt. Gurgeist in der Superform mit Sash. Kurze Erklärung, wir können dann mit dem Darm einfach 1v1, indem wir Poltergeist und dann Shadow Sneak drücken, probably mit Recoil zusammen von Dings, reicht das auf jeden Fall mit Darm. Power Whip, wir sind nämlich Power Whip ist halt für das tolle Garados dabei. Und Thief, falls der Sash weg ist und dann Porygon drin ist und wir schneller sein sollten, hoffentlich, können wir ihm den Evolite abnehmen wenigstens noch, damit es halt ein bisschen weniger tankt. Scarm! Yay! Rocky Helmet wieder. Das klassische Rocky Helmet Scarm, diesmal mit Iron Defense Body Press. Und Stealth Rock Roost. Weil, wenn das Ding sich setup, macht physisch dem Ding gar nichts mehr. Und alles spezielle One-Hitten wir mit Body Press. Bis auf Necrozma, aber das ist eine andere Geschichte, darum kümmern wir uns auch. Und dann zuletzt Keck W. Für dieses Set könnt ihr euch das letzte Video gegen Hexprofit angucken, das ist nämlich genau dasselbe Set. Stonks! Ja. Anderer Speed Creep. Ja, anderer Speed Creep, weil wir letztes Mal vergessen haben zu Speed Creepen, aber es ist dasselbe Set. Und dasselbe Item. Ja. Und dasselbe Prinzip vom Pokémon her. Ja. Wir sind sehr kreativ, Leute, okay? Zweifelt nicht an uns. Willkommen. Porygon ist nicht ab. Ja! Ja! Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich find's geil, dass Porygon nicht da ist. Ich find's geil für Hitmon eigentlich nur, weil... Guck gerade Rotom. Also, wir haben jetzt unsere Auswahl. Wir haben einen vorgefertigten Leak, liebe Zuschauer, und das ist unser Pentacruel. Und jetzt warte kurz. Ich will kurz wegen Rotom Moe gucken. Rotom Moe's Specs. Thunderbolt. Und Specs killt uns. Specs, ja. Aber wenn sie Specs sind, dann sind wir schneller und sie gehen raus. Ah, stimmt. Fuck. Ja, das weißt du, Golem droppt nicht an, Sir.
Gole droppen kein Surf. Und Gole kriegt nach dem Lied aus. Wollen wir einen Tiefspike sägen gegen Golurk? Oder vielleicht... Oh, warte mal kurz. Ich will trotzdem. Tentacruel. Wir können auch mit Hitmon liegen. Wollen wir? Ja, ich glaube sogar Hitmon ist jetzt und wenn Porygon nicht dabei ist, ein guter Lied sogar. Aber weißt du, wer gerade noch krasser aussieht? Ja. Urgeist. Oh, der Urgeist-Lied. Wollen wir? Ich guck grad. Oder wir machen halt. Also Poltergeist Kitzel. Ja, komm. Hau auf. Glaubst du, ist es der Urgeist-Lied? Mhm. Scheiße, wir haben unseren vorgefertigten Lied weggeworfen. Okay, also Szenarios: Viscogon, Kacke, Rotom, okay, Garados. Okay. Wenn Garados halt als erstes reinkommt, ist halt auch geil. Wir können halt dann Free... Ja, dann haben wir trotzdem Free Power Whip. Okay. Also sie müssen aufpassen vor dem Electric League. Ja. Und vor dem Golurk League. Also, und vor dem Acid Race League. Ich glaube, sie lieben mit Golurk. Ich würde mit... Gurgeist. Ja. Okay, komm. Drücken wir? Ja. 3, 2, 1, go. Sie überlegen noch. Oh, sie überlegen noch. Scheiße! Ah. Ich hab mal gecancelt. Wenn sie überlegen, haben sie kein vorgefertigtes Lied. Das heißt, dass sie kein Sash Golurk oder sowas sind. Irgendwie glaube ich, da Manoton könnte leaden. Da, ja, das ist auch okay, wenn Darm leadet, dann wenn wir mit Gurgeist drin sind. Ja, aber dann drücken die U-Turn, brechen den Sash und wir haben gar nichts erreicht. Naja doch, wir drücken Poltergeist. Und irgendwas muss in den Poltergeist reinwechseln. Stimmt, und alles was reinwechselt, frisst eigentlich geilen Damage. Ja. Deswegen, ich finde Dings gut, Gurgeist. Ja. Okay, Gurgeist ist da. Wir hoffen sowas von. Gegen Mo sieht's halt nicht geil aus, wenn roter Mo-Lead kommt. Das denke ich mir immer noch. Wenn roter Mo-Lead kommt, gehen wir vielleicht in Manectric. Ich würde vielleicht sogar Manectric-Lead machen. Ich bin mir nicht sicher. Es ist gestartet. Squishy. Okay, fast. Life? Oh, Hitmon? Goodra, okay. Warte kurz. Das ist Life Orb, okay. Ich will nur kurz gucken, Goodra Life Orb. Das ist probably einfach das Backset nur mit Life Orb. Ja. Draco Kid, Fire Blast Kid, wir gehen in Hitmon. Wir müssen ja, was hier. Machen wir auf? Was? Wir müssen halt in Hitmon eigentlich. Ja. Hitmon ist der Switching. Vielleicht drücken sie es aber. Ja, was sollen sie denn drücken? Sie können halt nur Draco drücken. Und Draco tanken wir. Und zwar richtig gut. Wir sind auf 200. Also zwei Dracos killen mich. Warte mal, hast du... Welches Wesen hast du drin? Bei Hitmon? Spidef. Warum? Das ist gut. Ah, ja, okay, Porygon ist nicht dabei, aber trotzdem. Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Das war aus Versehen. Nein! GPL Playoffs. Okay, also du hast Careful drin, ne? Ja. Okay, komm. Solange du nicht sagst, du hast Calm drin, womit wir einen Attack-Minus bekommen, guck jetzt nach nochmal. Ich sehe das ja am Set. Ja, wir haben Minus Spezi-Attack plus Spezi. Ey, warte, was? Hä? Was ist für ein Set? Warte mal. Ich habe hier Adamant Full Spezi-Def. Ach so, Adamant. Okay, gut. Ja. Warte, unser hat 139. Nee, bei Showdown wird der Southwest Boost noch nicht mit drauf gezählt, das passt. Ja, okay, wir sind doch Element. Gut, passt.
Ja, 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 wir sind Element. Wenn man hier beim Kalk steht 319 Spätstaff, wenn man das mal 1,5 nimmt, dann ist es bei beziehungsweise wir haben ja nur 248 gemacht, ne? War das ja. Und dann sind wir bei 318 mal 1,5 ist 477. Ja. Ah, verdammt, der Tentacool-Lead. Der Cool-Lead wäre hier cool, aber ich würde jetzt hier einfach wirklich auf Hitmon. Hast du schon Hitmon gedrückt? Nein, noch nicht. Dann drück! Also die haben schon mehrere Male diese Säure gespielt, diese Säurenattacke. Ja, die haben halt nicht Power Herb dabei. Deswegen können wir in Dings gehen. White Herb. Deswegen können wir in Draco gehen. Stimmt. Also sie haben keinen Move. Ich hab nochmal nachgeguckt, sie haben keinen Move. Kriegen. Ja. Hitmon. Ja. Einfach. Was drücken sie? Es ist, ja, der gekalkte Damage, den wir hatten. Hier drücken wir Drain. Wir drücken Drain Punch. Drain Punch? Ja, wir drücken hier Drain Punch. Das Ding ist, Ice Punch Kid, wenn wir eine Max Roll bekommen. Drain Punch heilt uns halt hoch. So, wir könnten jetzt halt auch auf Golurk switchen. Ne? Ja, deshalb. Ja, aber ich glaube, Sie sehen, wir sind da drin. Wir sind der Check. Wir haben Ice Punch drin. Also was versuchen die jetzt im Ice Punch abzufangen? Ice Punch abfangen, probably Rot. Necrozma? Ich glaube, sie könnten auch jetzt hier in Necrozma einfach switchen. Ja. Können raus dabbeln. Ich würde halt hier Drain Punch drücken, weil auch Drain Punch gegen Necrozma eigentlich okayen Damage macht. Ja. Ja, 20-24%. Und dann heilen wir uns halt noch ein bisschen hoch und können dann halt einen Ice Punch drücken. Necrozma ist probably schneller. Oder wir drücken jetzt halt hier Ball Z Rapid Spin. Bro, weißt du, was ich gerade gesehen habe? Unser Tentacruel. Ja. Lebt einen Hit von Life Op Modest. Photonversion. Oh. Wegen der Antipsycho-Währung. Oh, nice. Okay, das heißt, wir können halt dann. Probably. Das heißt, wir können jetzt hier einfach safe auf Ice oder Drain Punch gehen. Und genau, ich wäre für Drain Punch. Drain Punch? Oder Ice Punch? Ja, ich gehe nicht in den. Okay, dann drück Drain Punch. Wir gehen in den Crossma, okay. Das ist Full Staff. Das ist. Was? Leftover. Das ist Bulky. Ja, das ist. Warte kurz. Wie viel hat's gemacht? Das ist Full Fist Staff. Was? Das ist Full Fist Staff. Ja. Ja, das ist zu 100% Full Fist. Oh, was? Nee, warte mal kurz. Doch, das ist komplett Full Fist Staff. Ja, das hat 13% gemacht. Def? Warte mal kurz, wie viel Prozent haben wir? Das ist Full Fist Staff, das heißt, wir sind. Ach, wir sind nicht schneller. Scheiße. Ja. Sonst hätte ich gesagt, wir könnten nochmal Drain Punch drücken und könnten einen Hit tanken. Aber hier gehen wir doch einfach in. Warte kurz. Oh fuck. Ich weiß, was die für ein Set sind. Was denn? Core Mind. Full Fist Staff Core Mind. Kann gut sein. In Go-Guys? In Go-Guys. Müssen. Warte, ich gucke, wie schnell. Sind sie auf. Wir sind schneller. Wir sind schneller. Ja, okay, und du bist sicher, dass es Full für Steps sind? Das macht vom Damage von Hitmon nur Sinn. Wir sind nicht minus 1. So, Hitmon hat wie viel gemacht? 13. Wir machen, wenn die Full für Steps sind, 12,5 bis 14,8. Also, wir müssen jetzt hier eigentlich im Go-Guys, richtig? Ja. Gut. Leftovers, ja, okay, wissen wir schon. Oten Guy Zero. Wir müssen jetzt. Poltergeisten? Ja. Poltergeist. Sie sind nicht schneller, sie müssen Full für Step sein. Ja. Das heißt, danach droppen sie an Cinderace. Tun sie es? Ja, stimmt. Cinderace Pyro Ball macht maybe nicht genug. Cinderace Pyro Ball macht
probably nicht genug. Rob, Cinderace Pyro Ball macht nicht genug. Okay. Das ist das Problem, was wir gerade haben. Und Cinderace. Aber Cinderace tankt halt einen Hit, ne? Ja, es ist nicht offensiv. Ja! Weil der Crit war wichtig! Ja, der Crit war insane wichtig. Okay. Leider sind sie nicht in der Sucker Range. Kann ich dir sagen. Ja, aber Fireball killt die immer. Ja. Fireball killt die immer. Und was ist mit. Oh, ich hab was. Was ist mit Manectric? Kann Manectric hier killen? Es ist full defense, ja. Oh, ja, Manectric kann hier sogar mit einem Bolt Switch killen. Oder mit einem Thunderbolt oder Overheat. Wir könnten hier halt, ja. Aber dann gehen sie vielleicht in Golurk. Ich würde halt lieber in Dings gehen, weil nichts möchte in Pyro Ball rein switchen, oder nicht? Ja, wir können auch. Ja, ich würde einfach. Cinderace ist hier besser. Probably. Weil sie flicken vielleicht auf U-Turn. Ja. Und gehen dann in den U-Turn. Mit Cinderace U-Turn tut doch richtig weh dem. Oder? Ja. Warte, ich kann. Cinderace U-Turn. Ah, nee, macht so viel wie Sucker. Das geht nicht. Das wissen die. Wir müssen die Necros mal abwerfen. Was kommt danach rein? Gyarados. Ich glaube sogar, es ist vielleicht Manectric der Player und wir gehen auf Overheat. Also, hör mir zu. Wenn wir jetzt hier reingehen und Overheat drücken, ne? Wir killen safe. In der Mega. Sind dann halt auf minus 2, aber Golurk Switch in konnten wir dann halt auch. Gut. Dingsen, ne? Vergiss es nicht. Ja. Deswegen ja. Lass uns Manectric. Manectric, Mega und in die Overheat rein. Gut. Mega Overheat. Mega. Ich bin hier für Overheat. Mega. Ich auch. Das kann man alles am besten. Overheat. Drift. Was sind die für ein Set? Wie viel Prozent hat es genommen, Golurk? Ja, weil wenn sie kein Speed sind, sind wir Ist das ein Choice Band, Golurk? Ist das ein. Nee, das ist kein Choice Band, Golurk. Was ist das? Ist das Fistaff, Golurk? Wie viel das Prozent ist... haben wir gemacht? Wir haben 59 passt zu einem Fistef, also zu einem Full HP Golurk, aber auch zu einem neuen HP Golurk. Aber non HP, also eher Full HP anstatt non HP. Wir würden das Ding hier. Warte kurz, ich wärme es ja schon. Mach's einfach selber. Wir würden das Ding hier nicht killen. Das kann ich dir sagen. Wir müssen jetzt halt gucken, wir könnten halt hier jetzt einfach safe in Scam rausgehen, oder nicht? Ja. Weil... Aber was drücken die? Die drücken jetzt hier, die müssen halt... Gegen Cinder, gegen Manectric müssen die... Können die Poltergeist drücken. Ne? Genau. Und... Da ist halt Scam... Kriegt davon nicht mal 50%. Bandit. Full Attack. Ja, nicht Full Attack nicht. Deswegen ja, das könnte ein Full HP Full Attack sein. Das ist das Problem, was ich hier sehe. Kriegt Scam über 50% vom Poltergeist. Linde können wir gar nicht gehen. Tentacruel auch nicht. Burgeist ist schon tot. Wir könnten Hitmon stacken. Fühle ich aber nicht so sehr. Fame. Oder in Scam jetzt gehen und gucken, ob es Bandit ist. Ne? Weißt du, was wir machen? Was? Verdammt.
Ich dachte, dreimal Overheat könnte killen. Ey, Mann. Ich kenne uns doch jetzt hier mit einem EQ einfach. Ja, aber das sind liegen Rocks. Ach, true, die könnten auch jetzt hier Rocks legen. Was, wenn wir jetzt Tentacool nehmen? Ja, entweder sterben wir durch einen EQ oder durch einen Poltergeist. Aber die sind minus 1, kein Poltergeist. Ah, stimmt, die sind minus. Sag das doch. Ja, du wusstest das. Bruder, diese minus 1, sag das doch. Tentacruel. Ja, das geht mit einer 18% Chance. Aber minus 1. Wir könnten halt jetzt trotzdem cruel gehen, weil probably denken sie, wir sind full fist dev. Ja, die werden auf jeden Fall nicht auf die Q gehen, das sage ich dir. Ich glaube auch. Machen wir cruel. Wenn sie halt jetzt hier doch auf EQ gehen und das mit Skam. Die sind halt minus. Die sind halt minus 1, ne? Skam nimmt halt nichts. Und wenn sie halt rocken, dann können wir halt selber rocken. Ja. Und wir haben unseren Sash schon weg. Das juckt nicht mehr. Stimmt. Wir machen mir dieses Darm gerade Sorgen. Hat Lycanroc haben sie auch gar nicht dabei, fällt mir auf. Ich weiß nicht. Und wieder nicht. Skam macht aber halt dem. Stimmt, Skam macht keinen Sinn. Skam kann den nicht angreifen. Ja. Wir müssen eigentlich. Entweder gehen wir Tenta oder. Entweder gehen wir Tenta oder opfern Hitmon. Also Rotom wird gekillt von Sweeper. Golurk up the range wird gekillt von Sweeper. Es sieht halt ganz klar, das sieht halt nach einem recht guten Libalo Endclean aus. Ja. Goodra ist Life Orb, Speedy. Goodra ist Life Orb, Necrozma ist Leftovers. Heißt, es ist halt der Specs und der Scarf noch übrig und der Band. Wir können halt. Ich kann dir halt am Damage sagen, wenn wir jetzt hier auf cool gehen, ob sie banded sind. Wirklich? Ja, weil banded killen sie uns mit 19%, mit 18%. Ja, das, also the best case ist real rap. Einfach Antibeere oder sowas. Wenn die Antibeere wären oder so, dann. Ja, wahrscheinlich Anti und nicht. Wegen Rock. Ja. Wir müssten jetzt eigentlich auf Tenta gehen. Bin ich ehrlich. Wir können auch halt Skarm gehen, Stealth Rock drücken und dann halt versuchen sie rauszuscaren. Weil sie sterben an Rocky Helmet. Stimmt. Aha. Ich finde sogar Skarm ganz gut. Ich finde halt Skarm wegen dem Rocky Helmet ganz gut. Dann kriegt er halt noch so ein bisschen Chip. Ja. Weißt du, worauf ich hoffe? Was? Dass wir in ein Endgame kommen, wo Rotom drin, der Scarf ist, wo du gegen Tentacruel drückt, weil mein Nectic gemegert ist, wir das leben und sie dann in ein Mon gehen, was wovon sie denken, dass es nicht überlebt, wie Garados oder so. Ja, okay. Und dann die Mirror Code in ihre Fresse. Ja. Das hoffe ich. Deshalb heben wir uns Tentacruel auf. Okay, deswegen Scam. Ja. Lule. Genau, gut. Oh, war das gut. Es ist okay. Ja, Tentoxa wäre jetzt wieder geil gewesen. Ja, das war doch der Play vielleicht. Darm gegen Goodra. Wir wissen, das ist Life Orb. Ne? Ja, wir wissen auch, wir können nicht auf Dings gehen. Wir können nicht auf Dings gehen. Warte kurz. Wir haben Fire Blast, maybe, ne? Nicht nur das, die haben auch Thunderbolt. Ich. Thunderbolt müsst du nicht killen mit Life Orb. Ja. Wir könnten halt jetzt hier trotzdem die Rocks legen.
wirklich Skarm Sekirox. Naja, es lebt ja noch. Ja, aber was willst du da reinschmeißen denn? Ein Thunderbolt. Wird jetzt wirklich darauf gehen, vielleicht drücken sie auch Draco, weil sie denken, wir gehen dann hier wieder an links. Oder sie setupen sich, das geht ja auch. Das Ding kann kein Setup. Aber irgendwie so ein Live-Op habe ich halt gar nicht gesehen, deswegen. Irgendwas müssen sie ja machen. Wir können jetzt halt. Also in Cruel können wir halt gar nicht rausgehen. Das geht nicht. Nee. Obwohl, das tankt halt einen Hit, aber danach nicht mehr. Ne? Ja, wenn die speedy sind. Wir könnten halt jetzt aber auch hier auf Dings gehen. Hitmon ist probably damit sacken. Und dann halt. Als sie halt Thunderbolt drücken, ist Hitmon immer noch drin. So, und dann können wir halt gegen Necros, können wir halt diesmal Ice Punch drücken. So. Weil dann macht es auch Necros mehr Damage, Kid Golurk. Und insgesamt sind wir dann in einer recht guten Position. Oder nicht? Wir können jetzt halt auch hier einfach wieder in Hitmon. Wenn jetzt Hitmon gesackt wird, dann können wir dann in Tentoxa gehen. So. Wenn Hitmon gesackt wird, können wir in Tentoxa gehen. Wenn Hitmon stirbt, weil sie jetzt Draco drücken. Wenn sie jetzt hier Thunderbolt drücken, können wir danach Ice Punch Free drücken. Ja. Also Hitmon ist hier der Play. Wirklich Hitmon? Ich bin für Hitmon. Also. Die Frage ist halt, sind die schneller mit Gudra? Ja, sind sie halt wahrscheinlich, ne? Weil wir den Speed rausgepackt haben. Das heißt, es ist eigentlich egal, weil danach drücken sie halt Dings. Drücken halt nach dem Thunderbolt dann Draco. Dann können wir halt trotzdem in Tentoxa gehen. Oder sie gehen halt raus. Aber dann kriegen wir Chip auf Tentoxa und das Leben noch 5 Mons. Ne, nicht auf Tentoxa. Ich meine damit. Ich würde jetzt halt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde jetzt hier einfach auf Hitmon gehen. Das ist halt das Safe, was machen kann. Ich glaube, das führt zu nichts. Ich glaube, wir müssen jetzt Skarm sacken. Okay, dann drückst du Rocks. Und danach in Hitmon. Okay. Geht auch. Ja, stimmt, das ist eigentlich. Warte, wie viel Prozent haben wir bei Hitmon auf Hitmon? Für 53. 53. Wir könnten einen Draco tanken noch. Der letzte Draco hat wie viel gemacht? Montgomeback. Back. 81, der hat eine Max Roll bekommen. 53% ist halt 60, 70% Chance, dass wir sterben. So. Das sehe ich halt als Problem. Wir wissen nicht, ob das Ding Full HP maybe ist. Ich würde halt hier legit einfach Stealth Rocks drücken trotzdem. Du hast gesagt. Skarm ist halt trotzdem nice, aber ich weiß nicht, ob wir Skarm behalten wollen wegen Gullerk und wegen Darm Scarf Earthquake. Ja, das Problem ist, dass Gullerk jetzt an einem Overheat stirbt. Und wir müssen nur Gudra wegkriegen und dann könnte man Necro hier schon durchgehen. Eben, und deswegen würde ich halt jetzt hier auf Hitmon gehen. Wenn wir jetzt hier halt Live-Op-Chip bekommen. Weil der stirbt eh. Der stirbt eh. Ich habe keinen Bock, jetzt Skarm auch noch zu sacken. Das ist dumm. Lass Hitmon gehen. Okay. Ice Punch. Sollte sogar auf der Range gehen. Sie haben Sludge Wave dabei. Oh. Ja, Cliff. Jetzt baiten, dass wir in Cinderace Band sind. Nein, nicht Cinderace. Dumm. Drück doch jetzt nicht High Jump. Du willst jetzt wirklich hier hingehen und High Jump drücken? Nee. Also High Jump würde killen, klar, aber. Willst du das Ding jetzt wirklich anchippen?
Ne, wir drücken jetzt Tentacruel. Ich würde sagen auch Tenta. Weil Tentacruel nimmt halt von dem Tentacruel und jetzt hier Mirror Code, oder nicht? Ja. Oder wir drücken. Ich würde Mirror Code drücken. Oder meinst du, die wechseln raus? Was sollen wir haben, was die killt? Warte kurz. Dutch killt. Warte, haben wir überhaupt irgendwas, was die killen kann? Haben wir. Ja, das Ding hat Ice Beam, ne? Ja, also vielleicht irgendwie. Ganz kurz. Ice Beam. Ja, Kalkma mit Full Speed. Das Ding ist halt, wenn die. Wir sind schneller, so, ne? Und. Ich habe mit Full Speed gekalkt und wir two-hitten die halt nicht mal. Also wir müssen hier halt Mirror Code drücken, falls sie jetzt halt Draco. Ja. Wird machen. Ja, jetzt. So, wir kommen zurück. Ja. Du liefst immer ab und zu manchmal den Call. Jetzt drück Mirror Code. Ja. Also sie denken gerade, wir sind eben. Nee, wir sind das schon auf Hitmon-Ebene. Ja. Das Ding ist tot. Kein 6-0. Okay. All good. Okay, Discord ist raus. Also bis jetzt. Jetzt kommt ein Scarf Darm rein und es wird ein 5-0. Stimmt, Lil. Nee, stimmt. Nee, es wird ein 4-0. Warum? Nee, sogar wenn Darm Scarf ist, können wir sogar noch gewinnen. Wenn Darm Scarf ist, sacken wir Tentoxa, gehen in Scarm, drücken den mit Body Press Chip, dann kriegt er doppelt Recoil von Tentoxa und zweimal Scarm Recoil und dann reicht eventuell ein Sucker Punch. Dann killen wir damit Darm. Wir killen Necrozma, wir killen Golem. So. Wir killen Rotom eigentlich mit Cinderace. Ja. Und Garados, wenn wir es richtig anstellen, Garados wird von Manectric gekillt. Der ist ein Darmscarfes. Aber es sieht gerade nicht so aus, dass Darmscarfes war. Oder dass Rotomscarfes, weil wenn Rotomscarf wäre, wären die doch hier direkt reingegangen, oder? Oder sie gucken, dass sie jetzt mit Garados Setup bekommen. Gegen Garados drücken wir aber. Also, was machen wir gegen Garados? Drücken. Was machen wir? Wir können direkt ins Scarm Iron Defense Body Press Setup machen. Ja, müssten wir sogar. Ja, müssen wir tatsächlich. Wenn Garados reinkommt, müssen wir in das Scarm. Ja. Weil wir leben sogar von plus 1, 2 Hits, von daher. Das Problem ist, dass wir jetzt Zeit haben, müssen die Crossmap. Okay, Scarf, Rotom. Right? Okay. Ja, es ist sehr wahrscheinlich Scarf, Rotom. Ja, sonst wären sie Damen gegangen. Wollen wir Tenta behalten? Okay, ja, deshalb behalten wir uns das Ding. Sie drücken hier Volt Switch. Bruder, weißt du was? Ja. Wir gehen in Manectric. Okay. Oder? Weil wenn sie Volt Switch drücken, bekommen wir minimalen Chip. Und wenn sie Blättersturm drücken, können wir danach einfach unsere Kacke machen. Sagen wir mal, es ist Most Scarf, ne? Gegen Manectric Mega. Ja. Der Volt Switch, warte mal, wir haben ja dann Intimidate, ich muss das machen, damit es sehe. Der Volt Switch macht ja gar nichts. Deswegen lass ein Manectric gehen. Wir leben einen Hit. Wenn sie Specs sind, dann. Uff. Wenn sie jetzt Specs Leafstorm drücken, dann. Wir müssen Scarf sein, weil normalerweise ist das Ding langsamer. Ja. Verstehst du? Aber sie könnten halt denken, dass wir halt keinen Speed Invest haben. Könnte halt wirklich Specs Mo sein. Wenn sie jetzt Leafstorm drücken. Ja, wir können auch ins Garm gehen. Ich bin für sicher, wenn wir jetzt Manectric verlieren, haben wir dann verloren? Probably, ja. Wollen wir es eingehen trotzdem?
müssen wir eigentlich, aber wir können noch auf Skarm gehen, weil Leafstorm ist gerade echt obvious. Wir können noch auf Cinderace gehen. Ende sehe ich. Das ist obvious. Aber das wäre ja dann wieder ein Volt Switch Problem. Ja. Deswegen, ich sehe hier tatsächlich Manectic in Hoffnung, dass sie nicht Specs Leafstorm drücken. Okay, ich guck nochmal kurz. Respekt. Weil wenn sie denken, wir sind speziell defensiv. Weil Tentacruel speziell defensiv. Lebt sogar ab der Range. Vielleicht noch ein Leafstorm. Wir können auch Toxapex hier abwerfen. Da haben wir aber nichts mehr gegen Darm. Wenn wir herausfinden, dass Darm beendet ist. Was finden wir jetzt heraus? Wenn das Scarf ist, ist Darm beendet. Deswegen müssen wir jetzt hier in Manectic gehen. Voltage. Eject Pack. Sie waren Blättersturm, Eject Pack. Was? Okay, sie sind Scarf. Die sind Scarf. Oh Gott, das ist RIP. Das ist RIP. Heißt das nicht, dass die jetzt EQ drücken müssen oder reicht ein Flare Blitz? Das ist jetzt ein Problem. Ja, Flare Blitz reicht. Probably müssen wir hier Dings zacken. Wollen wir Thunder Wave drücken? In Hoffnung, dass sie, keine Ahnung, irgendeine dumme Scheiße machen. Als ob sie so lahm sind und Scarf lahm spielen. Wollen wir trotzdem Thunder Wave drücken? Ich weiß nicht. EQ killt halt nicht safe, sondern Flare Blitz killt halt besser bei denen. Ja, ich weiß ja nicht. Und stell dir mal vor, wir spielen Defensives. So, wenn Flare Blitz kommt, ne? Ja. Cinderace tankt ein. Wir können danach, also wenn jetzt hier Thunder Wave drücken, dann erstens funktioniert Tenta dann, zweitens Cinder tankt ein. Cinder kann dann einfach High Jump drücken. Cinder kann wirklich einfach. Dann gehen wir hier ins Scarm. Willst du wirklich hier ins Scarm? Okay, komm. Okay. Ja! Iron Defense, Iron. Warte mal, drücken wir jetzt hier Iron Defense? Oder wir müssen jetzt halt aufpassen, wenn es halt. Ich würde halt hier Body Press sogar drücken irgendwie. Oder was meinst du? Wenn das. Wir kriegen einen Hit safe drauf. Stell dir mal vor, das ist jetzt sonnig. Die haben uns gebaitet und das ist jetzt, keine Ahnung, Expert Bait. Oder halt so ein komisches Set. Wir können jetzt hier einfach Body Press rauskriegen auf irgendeinen Mon. Ja. Ich würde es machen. Was ist mit. Ja, ich check's halt nicht! Da, Flare Blitz macht mehr Schaden. Die sind Expert Bait dann. Ja, müssen sie. Die sind dann Expert Bait. Ja, aber sie können jetzt hier wieder Necros machen. Wollen wir raus damit? Warte kurz. Nein, das ist lebensmüde. Why? Necrosma. Hat einen Heilungsmove. Ich möchte Necrosma. Also wirklich, ich möchte nicht, dass Necrosma sich hochhält. Auf was willst du gehen? Manectic wieder? Es ist das sicherste. Oder auf Tentacruel. Ich würde Tenta behalten. Wenn sie jetzt ihren Move wechseln und auf Flare Blitz gehen, ne? Ja. Das ist halt jetzt das Problem, was ich sehe. Dann stirbt halt Manectic. Na, wir haben dann einen Intimidate drin. Sie haben keine Prio. Stimmt, rein. Wir leben einen Earthquake. Wir sollten einen Earthquake leben. Warte kurz. Ich kalk jetzt nochmal. Darm Scarf, ne? Wenn sie jetzt rauswechseln, sind sie probably Scarf. Ne? Ja. Enactic Mega. Dann. Warte mal kurz.
Der, der ist... Okay, ja. Wenn wir in irgendwas machen, dann lass doch in Cinderace gehen. Nein. Wenn das Scarf ist, fickt es uns. Deswegen ja. Und wenn es Scarf ist, ne? Und jetzt Earthquake nochmal drückt oder rauswechselt, ne? Manectic mit, wir können einfach in Manectic, wir leben einen Hit safe. Wir leben einen Hit safe. Und dann können wir jetzt wissen, ob es Scarf ist oder nicht. Wenn sich jetzt hier trauen, nochmal Earthquake zu drücken. Und dann können wir halt nochmal. Und dann können wir vielleicht sogar Boise sein und drin bleiben. Also ich würde jetzt hier auf Manectic gehen sogar. Okay, Manectic sagst du? Nicht Cinderace? Nee, auf keinen Fall Cinderace. Ja! Junge. Wir sind wieder drin. Okay. Wir müssen hier... Wir können hier Vault switchen. Oh, nee, warte. Overheat geht nicht. Oder warte, nee, warte. Falls Mon. Nee, cross mal. It's overheat time, bitches! Wir können das noch gewinnen, wir können das for real noch gewinnen. Wir müssen eigentlich jetzt hier Overheat drücken, aber wenn jetzt halt dann hier Garados reinkommt, ist halt so ein Problem. Also ne, Crossma full HP. Ja? Ja. Ah ne, stimmt, ne Crossma Bulky war es ja, ne? Ugh. Ja. Volt Switch. Full HP, Full Death übrigens, ne? Ja, aber bei mir macht ein Overheat 81%. Hä? Bro, besoffen? Bro, besoffen? Hast du... 81 ist fast das Doppelte von meinem. Ja, ich kann mit Manectric Mega. Ja, ich auch. 81 okay, maximal. Wir könnten halt jetzt hier Overheat. Wir müssen halt jetzt gucken. Overheat für Golurk. Damit Golurk weg ist, ist. Ich finde Overheat ist hier besser. Soll ich sagen, warum? Why? Wo ist dann deren High Jump Switchen? Ja, ja. Wir müssen hier Overheat drücken. Auch wenn jetzt Garados reinkommt. Wenn jetzt halt hier Garados reinkommt, ne? Normal. Kriegt halt von einem Overheat. Ja. Nicht viel. Wenn es dann megat. Ja, Bro, bei mir killt Overheat zu 100%. Ja, Overheat killt das Necrozma, das weiß ich. Aber Garados ist das. Das ist das Problem, ist Garados. Ja. Wenn jetzt Garados rein, wenn jetzt Garados reinkommt, dann machen wir halt, warte. Wenn jetzt Garados reinkommt. Ja. Müssen wir halt danach Volt switchen. Das ist halt das Ding. Dann müssen wir danach Volt switchen und irgendwie, keine Ahnung. Und auf Skarmhaufen. Ja, doch. Wir overheaten hier, Volt switchen dann, wenn Garados reinkommen sollte und gehen dann auf Skarm. Okay? Okay, bist du. Sieht doch nach einem Plan aus. Overheat. Wir hacken Golurk. Okay, gut. Golurk ist tot. Wir können jetzt Free Electric Type Moves nutzen, ne? Ja. Deshalb mein Electric unbedingt aufheben. Mhm. Wenn jetzt Garados... Das Ding ist halt, Necrozma lebt jetzt, ne? Necrozma kann jetzt direkt wieder reinkommen. Ja. Okay, es steht 4 zu 4. Und da ist ein angechipptes Necrozma auf dem Feld. Ja. Das Problem ist, Necrozma und wir sind minus 2. Wir könnten Thunder Wave drücken. Und hoffen, dass es misst. Das ist... Keine Ahnung. Warte mal kurz. Wenn Garados reinkommt, ne? Dann drücken wir immer Volt Switch. Oder Thunder. Oder wir drücken Thunder Wave. Ah, jetzt. Genau das meinte ich. Wir müssen jetzt hier eigentlich Volt Switchen. Ja. Eigentlich jetzt. Das Problem ist, das kann sich heilen jetzt. Auf was gehen wir? Entweder greift es an oder es heilt sich. Wenn es jetzt Heat Wave gedrückt hat, ne?
Kate Heatwave Dings, Tentacruel, ja klar. Oder? Nee. Würde es nicht. Nein. Das heißt, sie dürfen sich nicht erlauben, Heatwave zu drücken. Das heißt, sie haben probably Phytongeysir gedrückt und das heißt, sie müssten hier auf Skarm gehen. Problem ist, Skarm ist langsamer. Sie heilen sich jetzt. Man kann einen offensiven Move drücken, Hexofit nicht so schnell. Wir drücken nur Heilungsmoves schnell. Dann müssen wir in. Also. Dann können wir nicht ins Skarm gehen. Soll ich dir was. Soll ich ehrlich sein? Wir gehen jetzt hier in Tentacruel. Nein, nein, nein. Was? Was stirbt jetzt nicht. Was stirbt jetzt nicht an dem Pyroball Cinderace? 50% heilen sich, sind auf 71. Wir kämen mit Pyroball mit einer übel wahrscheinlichen Range. Oh, ah ne, warte, ich hab kein Full Fist Death Mon. Full Fist Death Dings drin. Ne, cross mal gerade. Ja. Ach, das ist ein Problem. Wenn sie. Ja, aber die sind Leftovers, das heißt, die haben Meteor Beam nicht dabei, das heißt, wir tanken sogar einen Hit. Ja. Wir können jetzt halt hier auf Cinder gehen, oder wir gehen jetzt hier auf. Skarm. Skarm auf keinen Fall. Wir könnten jetzt halt hier auf Cruel gehen, wenn sie Photongeysir gedrückt haben, dann ist halt okay. Können wir halt free auf. Dann können wir, wenn sie Photongeysir gedrückt haben, können wir halt free auf Cinderace gehen. Ja, aber weißt du, was sie gedrückt haben? Was? Den Heilungsmove. Sie haben jetzt den Heilungsmove gedrückt, das heißt, wir gehen jetzt in Tentacruel. Ja. Wir drücken Knock-Off oder T-Spikes, ich würde Knock-Off sagen. Dann haben sie keine Lippen gemacht mehr. Ja, okay. Okay. Und danach können wir ein 1v1 reinschicken. Und zwar mit Nectric. Weil mit Nectric lebt nämlich ein. Hast du mit Earth Power bekannt? Oh, oh nee. Also von Full Fist Death. Also Full Fist Death killt niemals mit Earth Power. Nee, geht auch nicht. Wenn wir full life sind. Ja, ich würde dann hier auch in Tenter gehen. Jo. Ja. Also willst du jetzt hier Knock offen, ne? Ja. Was? Also Photongeysir killt hier auf der Range, kann ich spoilern. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir jetzt hier Miracle drücken. Die Spikes, ein, I don't know, ob sie Heal-Bell oder sowas dabei haben. Ich würde jetzt hier knocken. Nein, nein. Ich würde jetzt hier knocken. Warte, nach dem Knock sind sie auf. Mit Knock kassieren sie 10%, sind sie auf 60%. Manectic Mega macht wie viel bei denen? Ach Gott, das macht nicht genug. Wir müssen hier sogar scolten. Jetzt surfen wir nicht. Oder warte mal kurz, ich muss jetzt kurz, wir müssen jetzt kurz rechnen. Surf macht 30%. Sind sie auf wie viel Prozent? 30 sind sie auf 50% circa. Sie sind auf 50% ja. Circa. Ja. Sagen wir mal 52. Thunderbolt Mega kann bis zu 54 machen. Hm. Ja. Wir müssen jetzt hier eigentlich trotzdem Surf drücken. Ja. Oder halt knocken, aber. Oder warte mal ganz kurz. Warte mal, warte. Was wir jetzt halt auch machen könnten, wäre halt jetzt dann in Dings gehen. Aber ne, ich würde mir halt Dings aufheben, Cinderace, wenn Skarm, wenn Darm low ist, damit wir mit dem Sucker killen. Deswegen müssen wir jetzt hier eigentlich auf Surf, dann Manectic und dann Garm. Ja, okay. Oh, Max Roll. Sie killen, klar. Sie sind auf 49, das ist richtig gut. Cinderace? Manectic. Oder? Manectic. Wir müssen. Sie sind auf 49. Die Thunderbolt Range, Thunderbolt ist 70%, es geht wieder los. Okay, Thunderbolt macht 46 bis 54. Das ist. Danke.
Dann killen wir, also mit einer 70% Roll. Ja. Wir müssen jetzt beten. Alter, oder? Ja, müssen wir. Einfach Thunderbolt drücken. Wir können auch. Das Ding ist, wir leben sogar noch Earth Power oder Photon Geyser. Das heißt, wir können zweimal drücken. Deswegen Thunderbolt einfach. Ja, ja. Die Sache ist, die überlegen jetzt, in Rotom rauszugehen. Wollen wir das predicten? Mit was? Nee. Weil wir können danach ja doch einfach Overheat drücken. Oder warte mal kurz, wie viel nimmt Rotom von dem Rotomo? Das war ich sag mal offensive wegen Eject-Button, ne? Nimmt von dem Thunderbolt 16. Wie viel hat's genau? Hat's 100, ne? Wir können jetzt halt auch. Overheat würde halt auch gehen, ne? Aber wenn sie jetzt auf Dings rausgehen. Ist halt so eine Sache, ne? Wenn sie jetzt hier von Necrozma. Overheat hat halt eine geringere Wahrscheinlichkeit zu gehen, wenn sie drin bleiben und sich hochheilen wollen. Und Garados immer noch, ne? Danach kommt halt einfach Garados rein, wenn sie jetzt das hier sacken. Das war's. Ich bin für Thunderbolt. Weil wir können halt. Ja. Ja, oder wir drücken, wo Switch. Aber das geht nicht. Und dann. Maybe. Ich würde halt. Thunderbolt ist hier der safeste Play. Ballsy wäre ja, wär jetzt halt Thunder Wave, wenn wir halt sagen, es kommt Darm rein. Das ja, aber ich glaube, Volt Switch ist sogar der Play danach in Cinderace und Fireball. Okay. Oder Sucker. Ja. Ja, dann das Volt Switch. Ich glaube, sie gehen hier raus. Oder glaubst du auch? Ich sag Volt Switch, ja. Weil guck mal vor, die sacken jetzt Rotom. Ja. Also, ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin für Volt Switch. Volt Switch ist der beste Midground-Play, komm. Rotom. Ja! Ja, wir sind so strong! Boom! Also. Es gibt nur ein Mon. Es gibt nur ein Mon, was es kann. Wir drücken hier Pyro Ball. Ja. Tschüss, Rotom. Ja, es hat noch nie gemisst, meine Kerle. Noch nie. Boots, Junge. Kill für den Hasen. Kill für den Hasen. Wir sind gerade so nah dran. Wir sind so nah dran. Durch diesen Play sind wir gerade so close. So close. Wir spielen gerade. Ey, wir haben am Anfang. Ich glaube, das Match war gegen uns von den Teams, aber wir haben so gut bisher gespielt. Ja, ja, dieser Boots. Es erinnert mich schon wieder an das scheiß erste Match gegen die. Na, kacke, es ist 3 zu 3. Dieses Garados macht mir halt so Sorgen, ne? Ja, ja. Wir könnten halt aber auch. In Garados gehen wir doch instant auf Skarm, oder? Necrozma existiert halt und es hat halt wieder 50% Leben. Ja. Ich denke, Necrozma kann halt. Warte kurz, wenn ich jetzt hier. Wir sind jetzt in Sweeper drin, ne? Und Necrozma, ja. Ne? Also wenn sie jetzt hier in Darm, wenn sie jetzt hier in Darm gehen, dann gehen wir jetzt in gehen wir in Skarm, sacken das und drücken dann Sucker. So, das ist halt die Taktik. Und dann ist das Ding eigentlich gefühlt tot. Oder wir gehen dann nochmal mit. Weil der kriegt zweimal Rocky Helmet von Skarm. Ja. Wegen Curly. Das heißt, er hat 2/8 plus diese. Wie viel Prozent? 29? Ja, keine Ahnung. Könnten reichen. Aber nee, was ich jetzt gerade gucken will, Cinderace gegen Necrozma. Ne? Full First ja. Death. Ist das Problem, was ich sehe, wie viel. Wenn jetzt Necrozma reinkommt, weiß ich halt nicht, ne? Wenn Necrozma reinkommt, müssen wir jetzt hier Pyro Ballen, ne? Dann, das hat eine Chance zu killen. Ja, dann drücken wir das auch. Wenn das Ding da reinkommt. Und wenn Garados reinkommt, ne, ist halt. Normal Garados D-Dance, sagen wir mal, ist halt ein Problem. Obwohl, ne, warte mal kurz. Oh! Bro, darf ich dich was fragen? Ja. Warum macht Cinderace einem Garados mit fucking Pyro Ball fucking fast 50%? Und Intimidate ist raus.
Wir gehen jetzt hier auf sowas von auf Skam. Oder auf Manectric. Sub. Genau. Wir subben hier. Hoffentlich haben Sie keinen Sub. Okay. Warte kurz, wir sind minus 1, ne? Ich hab so eine dumme Idee. Ich hab so eine dumme Idee. Bitte schlag mich. Ich. Ist okay. Bei Jump. Was? Ich würde hier gerade so gern High Jump. Jetzt schon? Könnte sein, ne? Glaube nicht. Ich würde Skam gehen. Ich würde Skam gehen trotzdem. Wir müssen Skam gehen. Wirklich? Ja. Wir können halt Iron Defensen. Und dazu kriegen sie Chip. Sie kriegen Chip, das halt auch nach einer Mega, das mit Manectic reicht. Da, guck mal, nichts kann jetzt ein Iron Defense Set aufhalten noch. Ja, außer dass Necross mal was schneller ist. Heat Wave drückt ein bisschen. Ja, wir haben noch Sturdy. Und wir können halt noch roosten. Aber wir können halt, wenn wir einen Switch-Out predicten, roosten. Deswegen würde ich halt, entweder gehen wir jetzt hier in Scar oder Boys hier in den Sub, um zu gucken, ob sie Mega, wenn sie D-Dance drücken. Nee, wir lassen sie, wir dürfen sie auf keinen Fall zweimal D-Dance lassen. Die Frage ist, naja, gegen Garados. Das Garados verlieren wir jetzt gegen Garados, ist die Frage. Manectric stirbt halt an einem Mega Garados Earthquake. Ja, an einem Mega. Auch normalen Garados Earthquake. Besonders nach einem D-Dance reicht auch ein Fort Waterfall übrigens. Das heißt, wenn die jetzt D-Dancen, ist halt. Ich sag mal. Weil bei mir macht Jolly Garados normal 90-106% auf plus minus 0. Ohne Bedroher. Meinst bei Manectric? Ja, das heißt, wir müssen jetzt baiten. Sie gehen die Dance, wir in Manectric. Ne, mit was? Warte mal, was machen? Wie viel machen sie mit dir was? Achso, Mega Manectric, ne? Stimmt. Ja, aber die drücken doch jetzt hier die Dance. Ja, und da, genau das müssen wir punishen. Mit wir was? Wir gehen jetzt in den Manectric und müssen diese 50% Chance. Die One-Hitten mit einem EQ nach auf plus 1. Mit Mega? Nur mit Mega Garados, oder? Auch mit ohne. Die machen alleine 80, 85 bis 100 mit normalem. Ich bin halt jetzt hier für Scam. Immer noch. Nehmen so viel ja. Chip drücken wie möglich. Scam könnte halt sich gegenheilen. Ja. Deswegen. Ja, Mega Garados killt safe, aber nicht das normale. Mega Garados macht uns auch nichts. Ich würde halt hier Scam gehen. Falls jetzt hier EQ sogar schon drücken. Lass uns einfach in Scam gehen, bitte. Scam ist hier der Play immer noch. Ich gucke gerade. Wenn sie sich setupen, sind sie plus 1. Schön. Wir sind danach plus 2. Ja. Die D-Dance normal. Okay. Iron Defense. Bitte Mega. Warte kurz. Nein. Stopp. Mir fällt gerade was auf. Die haben keinen Firefang oder so, ne? Ich guck mal kurz nach, lieber. Oh, sie haben, könnten Fireblast haben. Kate Fireblast. Nee, weil wir Sturdy haben. Ignoriert. Ja. Sturdy Moldbreaker, fick dich. Und Fireblast macht 50% maximal. Außer sie haben kein Spätz Attack Dings. Also minus Spätz Attack Ding. Aber warte kurz, ich wollte noch gucken. Garados kann keinen physischen Fire-Type Move. Du 100% nicht. Nee, er kann weder
Thunderfang noch Firetang. Ich guck aber nochmal nach. Nee, kann das nicht. Okay. Wir drücken hier dann Iron Defense, bin ich der Meinung. Feuerblast dürfte nicht so viel machen. Was ist, wenn sie Taunt haben? Da haben wir natürlich verloren. Eine gute Frage. Wenn sie taunten. Aber wir können. Hey, wenn, jetzt. Wir müssen. Also, wenn sie taunt haben, ist es eh vorbei. So. Wir müssen jetzt eigentlich darauf hoffen, dass sie keinen Taunt haben. Gut. Iron Defense. Die Subben. Sub. Ist okay. Ist sowas von okay. Wir drücken nochmal. Besser als Taunt. Nochmal. Oder gehen wir jetzt auf Body Press schon? Plus 2, wir berechnen den Zap jetzt schon. Okay, dann. Digga, ohne das Set wären wir jetzt tot. Oder wir gehen jetzt halt. Ne, wir lassen ihn nicht noch einmal die dancen, oder? Ne, also doch, einmal. Wir lassen ihn jetzt nicht auf Plus. Wir lassen ihn nicht auf Plus 3 gehen, auf keinen Fall. Ne, wir drücken jetzt Iron Defense. Auf Plus 4 würden wir halt schon über 50. Ja, wir drücken hier Iron. Wir drücken nicht Iron Defense, what the fuck? Was drücken wir dann? Wenn er auf plus 3 ist, ne? Huch! Tut das weh. Ja. Der Mega. Aber ne, das macht nichts. Ja, wir gehen jetzt einmal noch einmal auf Iron Defense. Ja, oder wir gehen jetzt auf Body Press. Ja, und doch. Dann mit den Sub. Ja, bitte. Doch, ich weiß warum. Vertrau mir. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht in die Crossbar gehen. Eben. Wenn sie in die Crossbar gehen, passt es. Wir gehen. Also, wenn sie in die Crossbar gehen, dann, ja genau, wenn wir in die Crossbar gehen, second wie Scam, nee, warte, sie recovern. Fuck. Nee, wenn sie in die Crossbar gehen, ah, die sind schneller, stimmt. Das könnte jetzt sein, dass sie in die Crossbar gehen. Wollen wir trotzdem Body Press drücken? Ja, müssen wir. Mhm. Weil, aber wenn Garados jetzt wieder raus ist und eine Crossbar weg ist, mein Actu geht halt sowas von durch, bro. Wenn jetzt die Crossbar reinkommt, können wir halt wieder auf, können wir halt dann auf Manectic wieder switchen. Und Thunderbolt drücken. Ne? Ja. Ja, wir drücken Body Press hier. Ja. Die bleiben drin. Ey, das macht gar nichts. Das ist jetzt geil. Body Press. Ja. Oder predicten? Nein. Vertrauen, ich hab den Matchplan im Kopf gerade. Body Press. Ja. Wir müssen. Oder Iron Defense. Was ist, wenn die jetzt nochmal Sub? Warte ganz kurz, ich will was kurz gucken. Ja, das macht ja gar nichts. Warte kurz. Was sind die für ein Set? Wieso macht der... Wait! Wir tanken den Darmhit, ne? Ja. Wir tanken den Darmhit jetzt. Ja, aber sie müssen jetzt doch rausgehen, right? Ja, deswegen können wir auf Buddy... Warte kurz. Gyarados, normal Gyarados D-Dance. Kassiert, wir killen das halt jetzt nicht, aber wir könnten halt jetzt auf Iron Defense. Ne, wenn die jetzt Iron Defense und sie auf eine Crossbar gehen, haben wir ein Problem. Deswegen, eine Crossbar. Wenn jetzt eine Crossbar reinkommt, wir müssen jetzt Body Pressen. Das ist das einzige Ding, was wir machen können. Vertrau mir. Wirklich? Ja. Wir sind auf 31%. So. Jetzt? Komm mal. Wir müssen jetzt hier, also, was ich dir jetzt sage, klingt maybe etwas dumm, okay? Also sie werden sich hier hochheilen, das weißt du. Richtig? Ja. So. Ja. Wir haben ein Full Fistef Necrozma. Ja. Wir machen wie viel Prozent mit Dings, Pyroball, warte kurz. Über 50. Und wir könnten jetzt halt, was wir machen könnten, wäre halt jetzt. So, eine Crossman muss halt Heatwave dabei haben gegen uns, ne? Auf jeden Fall. Sie heilen sich doch hier, wollen wir nicht einfach hier roosten? Nein. Eigentlich müssen wir jetzt hier in Cinder gehen, bin ich ehrlich. Ich glaube, entweder gehen wir hier in Manectic
Magnetic Thunderbolt Spam. Warte mal, bitte nochmal. Wenn wir jetzt die Rocks legen, ist dann nicht alles in Cinderace Sucker Punch? Also ist dann nicht Garados in Cinderace Sucker Punch Range? Nee, weil es Megan kann. Ja, weil es Megan kann und Intimidate hat. Okay, dann gehen wir jetzt in Magnetic. Magnetic Thunderbolt Spam, ja. Einfach. Ja. Thunderbolt Spam. Weil auch ein Earth Power dürfte. Wie viel Prozent haben wir? Wir drücken nochmal Thunderbolt. Ja. Ja, das ist der einzige Play. Thunderbolt dürfte gehen. Ja. Ja, wir drücken hier Thunderbolt, die sacken das Ding jetzt hier. Sie müssen. So. Wie gewinnen wir das? Wir gehen danach ins Scarm. Weil dann bekommt Darm genug Chip. Probably. Darm ist halt jetzt nicht full, ist das Problem. So. Und Darm. Ja. Wir müssen jetzt kurz durchgehen, okay? Wir müssen Magnetic sacken. Wir müssen jetzt Thunderbolt drücken und Magnetic sacken. Vertrau mir. Was? So, hör mir jetzt zu. Wir gewinnen das mit Cinder, deswegen. So, warte kurz. Also, wir drücken jetzt hier Thunderbolt wieder, okay? Wir killen das Ding. Ja. Das stirbt jetzt. Dann kommt Darm rein. Dann kommt Darm Scarf rein. Drückt Flare Blitz. Wir sind auf wie viel Prozent Leben? 44, ne? Ich muss das jetzt kalken, damit ich weiß, wie viel Knockback die bekommen. Kriegen 12% Knockback. Digga, die Second Garados, also. Was jetzt? Also, jetzt ist es sowieso simpel. Also, dass sie das gemacht haben mit dem Garadox-Sack, check ich gar nicht. Aber das kann ich jetzt mal dir erklären. Wir drücken jetzt hier Thunderbolt, wenn sie uns jetzt hier mit Flare Blitz rausnehmen. Ne? Also, wenn die EQ drücken, können wir eh einfach ins Scarm gehen. Ne? Also, können wir jetzt, wenn sie EQ drücken, können wir eh in Darm gehen. Scarm gehen, meine ich, ne? Ja. Aber wir müssen jetzt hier Thunderbolten, I guess. Und den versuchen, so viel Chip zu machen, damit am Ende Cinderace durchgehen kann. Aber kann Cinderace durchgehen? Ja, Cinderace gewinnt das Matchup gegen den Cosma. Eigentlich schon. Wir müssen jetzt hier Thunderbolt drücken. Also du sagst hier Sick. Also guck mal, die kriegen jetzt hier 12% Damage. So, dann sind sie jetzt, die kriegen jetzt 12% Damage, sind auf 88. Wir gehen ins Scarm. Ne? Scarm hat wie viel Prozent Leben? Weiß ich nicht. Sag mal bitte schnell. Aber, 83, 83, guck mal. Skarma 83. Ja. Okay? Ja. Sie kriegen nochmal 26% plus 8%. Wie viel Leben haben sie dann noch? 34? Warte kurz. Sie kriegen 26 minus noch, dann sind sie auf 60. 62, glaube ich, ne? 62 plus 8 sind sie auf 58, ja. 85. Aber können wir das auch in einer anderen Reihenfolge machen? Also erst Scarm-Sick? Wir müssen, doch. Ja, wir gehen auf Scarm. Wir müssen auf, also das Ding ist, wir verlieren das wahrscheinlich. Der Sucker reicht nicht. Fällt mir gerade auf. Der Sucker reicht probably nicht. No, der Sucker muss gar nicht reichen. Warum? Wir sind langsamer. Wir leben in Flablitz. Aber keine Aufgabe. Ja, stimmt. Okay. Passt. Wir können dann einfach Pyroball drücken. Oder High Jump, kommt drauf an. Dann lass uns jetzt auf Scarm gehen erstmal. Okay. Nein, warte. Ich finde halt Magnetic Sack am besten, weil wir dann halt den Switch in haben. Wenn die jetzt. Guck mal, stell mal vor, die sind langsamer. Und sind nicht Scarf. Das muss halt nicht Scarf sein. Wenn die jetzt Thunderbolt drücken, ja. Ist halt free. So, ne? Ich finde. Das ist die Cinderace von Darmanitan. Ein EQ, nein. Choice Scarf auf minus 1. Warum minus. Der Flareblitz überlebt es sowieso, ne? Wollte ich nur sagen.
Ja, weil Earthquake macht 60 bis 71. Auf minus 1, ja, aber wird jetzt hier wirklich Scarf als erstes hacken? Ich denke mir halt nur so, was ist, wenn sie langsamer sind? Die müssen nicht Scarf sein. Deswegen lass uns Thunderbolt drücken. Aber wenn sie langsamer sind, können wir danach doch noch in den Nectric und den rausnehmen. Ja, okay, komm. Mach erstmal Scarf. Wirklich? Okay. Ja. Wir gehen nochmal durch. Wir hacken Scarf. Wir hacken Scarf, lassen ihn Damage kassieren. So circa 30%. Dann gehen wir jetzt nochmal in, gehen wir nochmal in, Manectic. Machen ihm minus 1. Ne? Ja, aber dann switchen sie raus in den Cosma. Ne, und dann drücken wir Thunderbolt. Wenn sie minus 1, dann drücken wir Thunderbolt, dann ist Necrozma weg. Dann kommt Darm wieder rein. Drücken wir nochmal Thunderbolt, kommen sie wieder mit Flampivian rein. Drücken wir nochmal Thunderbolt. Sie killen Dings und wir killen mit Cinderace. Okay, also du sagst jetzt. Egal wie es kommt, wir müssen auch jetzt auf Scarm. Ich sag, glaube ich, das ist es. Wir müssen das Ding auf minus 1 bekommen, damit es. Wieso überlegen sie gerade? Wieso überlegen sie gerade? Oh, lass sie überlegen, komm. Okay, wir gehen ins Scarm. Okay. Sie überlegen gerade, ob Hausdoppeln der Premium. Oh mein fucking Gott, warte. Ah, stimmt, genau deswegen habe ich gesagt, lass Thunderbolt drücken. Weg, change. Ich glaube sogar Thunderbolt ist es, weil wenn sie jetzt rausdubbeln, können wir Necrozma einfach killen. Ja. Wir brauchen die minus 1 nicht, Thunderbolt. Oh, jetzt so. Wenn das Ding stirbt, dann kriegt Scarm einfach den. Dann kriegt Darm einfach den Chip. So. Wir müssen jetzt Darm so viel anchippen, wie es geht. Ja. Ich hoffe, sie gehen auf Necrozma. Ich hoffe einfach, sie sind langsamer. Ja, das hoffe ich auch. Wenn sie langsamer sind, können wir einfach in Binde und das Ganze beenden. Oder warte mal kurz. Ja. Wenn wir warte kurz. Wie viel Leben hat Necrozma? 46. Und denk dran, wir können immer noch uns so weit runter subben, bis wir in Blaze Range sind. Ja, 46 kriegen wir mit einem, Pyroball hin. Thunderbolt. Weiß, ja, warum zögern sie? Ihre einzige Hoffnung ist einfach Fire. Was haben sie bisher gedrückt? Wir wissen, sie haben EQ. Wenn sie jetzt halt hier EQ drücken, ne? Ja. Das ist halt das Problem, wenn sie hier EQ drücken, Scarf, dann können wir halt in. Na, dann können wir halt in. Scarm gehen, ne? Und können halt einen Bodypress rausbekommen. Die sind dann. Oh Gott, dann. Das ist das Problem gerade wieder, was ich sehe. Dann ist halt Necro. Ja, ich glaube, sie könnten hier. Oh, fuck, jetzt könnten sie hier EQ drücken. Scarf EQ würde denen das Match retten. Wir müssten dann in Scarm gehen. Müssen wir in Scarm? Ja, weil wir können ja nicht in Scarf EQ das Ding Dings rein switchen. Zinde. Ja. So. Warte kurz. Ich change bitte nochmal. Ja. Darf EQ. Kann Cinder killen? Wenn sie. Nee, die sind ja dann Adamant, probably. Das killt. So, das Ding ist halt. Drücken wir jetzt Thunderbolt und sie switchen auf Necrozma? Gut. Drücken wir Thunderbolt und die drücken Flare Blitz? Okay. Drücken wir Thunderbolt, sie drücken EQ? Verloren. Gehen wir auf Scarm, sie gehen auf Necrozma. Verloren. Ne? Ja. Also, wenn sie jetzt hier. Ich glaube, Flare Blitz ist hier der schlechteste Move für die. Und das, glaube ich, weiß Sammy, denke ich. Und ich glaube, sie denken nicht darüber. Ich glaube, sie denken, wir wollen einfach nur das Ding jetzt hacken. Und sie drücken Earthquake und. Ich muss jetzt sagen, entweder gehen wir aufs Scarm oder drücken Thunderbolt. Wollen wir das Risiko eingehen, das Match. Deine erste Intuition? Eigentlich Thunderbolt. Eigentlich Thunderbolt, ja. Und ich glaube, die erste Intuition ist die. Weil wenn sie jetzt EQ drücken und wir gehen aufs Scarm, dann haben sie verloren. Nein. Weil sie dann einfach free auf eine Cosma gehen können. Das ist ja das Ding. Aber dann dabbeln wir raus. Stimmt. Das könnten sie machen. Das könnten wir machen. Also wir drücken jetzt auf
Thunderbolt. Ja. Okay? Ja. Überlegen immer noch. Fuck. Fuck! Sam, komm, ey! Was für ein Spann! Das ist jetzt der. Das ist also Turn 25, Leute, merkt euch vor eure Geschichtsechsen. Das war der Turn, wo das Match Skull with Union gegen Hex. Nein! Wenn die EQ drücken, kann es im nächsten Turn entschieden werden, ob unser Double funktioniert. Aber wenn sie dann nochmal Balls die EQ drücken, ist halt. Bruh. Wenn du verstehst. Und vor allem, sie müssen erstmal Scarf sein. Ja. Also ich sag, was jetzt richtig kacke wäre. Jetzt stell dir vor, diesen Saika wäre. Nein, hier haben wir Saka immer noch. Aber du weißt, was ich meine, ne? Stell dir vor, die wären Saika-Beere. Das wäre der Overkill. Und wir würden jetzt in Saika-Beeren-Range schauen. Ja. Oh mein Gott, ich hoffe, man hört uns die ganze Zeit. Ja, tut man. Ah, gut, Aufnahme. Ich muss auf Klo langsam. Ich weiß, das Match ist so intensiv. Also das ist ein Playoffs-Match, meine Kerle. Sammy, du musst, damit Season 3 funktioniert, jetzt rauswechseln, Sammy. Oder kein Scarf spielen. U-Turn killt nicht. Was ich mir halt denke, wenn wir jetzt ein... Mir fällt gerade was auf, ich glaube, wir verlieren in jedem Fall, wenn sie gut spielen. Was, wenn sie was spielen? Wenn wir jetzt hier Flare Blitz drücken und wir aufs Garn gehen, müssen wir einfach dafür beten, ne? Das ist das Problem, was ich hier gerade sehe, weil wir machen wie viel mit Dings auf Ding, nochmal Garm auf, Nick Cross mal Full Fist Death. Das ist ja das Problem, es ist Full Fist Death. Dick Viech. Warum muss das Full Fist Death sein, Alter? Wir machen halt 9-10%. So, das ist mein Problem. Und dann können sie sich wieder hochheilen und dann sind wir im Arsch. Dann wird so im Arsch. Wenn sie danach. Also, ja. Sie müssen jetzt hier intelligent switchen. Wir müssen uns basically eigentlich outplayen. Ja, sie und müssen jetzt auf eine Crossbow. Der hat eine Idee, Sammy und Levin vor, wir diskutieren. Ja, Earthquake, aber wenn Skarm dann reinkommt. Nee, komm mal. Können da. Also, Punkt Nummer. Sache Nummer 1. Ich überlege gerade, warum. Ja. Also. Und du sagst aber. Es gibt drei Sachen. Es gibt drei Sachen jetzt und danach zwei. So. Bis in zwei Fällen sacken, also in, warte kurz, in wie vielen Fällen? Ja, in zwei Fällen sacken wir Manectic, drücken Thunderbolt, in zwei Fällen sacken wir Manectic, drücken Thunderbolt und damit uns raus. Flare Blitz wäre das Beste, würde aber in der gleichen Situation landen wie Earthquake. Ja. Auch wenn ich glaube, dass wenn sie Flare Blitz drücken, sie Skarm lieber rausnehmen, als auf Necrozma zu wechseln. Die haben Fire Punch dabei. RIP. Okay, das ist RIP. Jetzt auf Sweeper. Nein, hä? Wir können dann Necrozma nicht rausnehmen. Oder? Doch. Ja, aber das ist doch... Okay, warte kurz. Wir haben Fire Punch, Cinderace, ne? Warte mal kurz. Wait. Amenitan Scarf. Die drücken. Wir haben hier. Fire Punch, ne? Jo. Wir drücken. Wir gehen jetzt hier rein und drücken. Wir drücken. Wir gehen jetzt hier rein und drücken. Pyro Ball. Gut. Suck Pyro Ball. Oder, warte. Nee, warte kurz. Noch nicht. Okay. Ja, aber Cinderace ist der einzige Play. Das habe ich schon mal gedrückt. Ja, warte kurz. Stopp. Mir fällt gerade auf. Doch. Wir können High Jump drücken. Wir müssen High Jump drücken. Wenn es drin bleibt. Oder warte mal kurz. Wie viel Prozent machen sie mit Fire Punch nicht genug? Also, wenn es drin bleibt, ne? Und Fire Punch drückt, dann können wir danach Saka drücken. Wenn sie auf Necrozma gehen, können wir dann nach Pyro drücken.
Wir können jetzt mit Sweeper gewinnen. High Jump erstmal. Wir dürfen nur nicht missen. Wir dürfen nur nicht missen. Sie müssen jetzt hier switchen, sage ich. Sie müssen wieder den Move bekommen. Und das Ding ist halt, warte kurz, Cinderace. Was? Sie dürfen nicht switchen. Sie müssen switchen. Ja. Und Earthquake macht halt genug, deswegen ja. Ich würde jetzt hier auf High Jump gehen und dann Pyro Ball. Wir dürfen halt nur nicht missen, dann gewinnen wir. Ja, also damit ist Scarf. Ich krieg sogar noch! Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob der Crit mehr dann war. Also ja, der Crit war mehr dann für den Kill. Pyro Ball. Hallo? Pyro Ball, wir killen. Nein, wir können das noch verlieren. Nein, Pyro Ball. Pyro Ball killt. Pyro Ball killt. Safe. Pyro Ball killt safe. Wirklich, wir sind aber nicht in Blaze Range. Bro, wir sind auf 83% ja. Leben. Oder waren auf. Also, wie viel Prozent Leben sind wir? Wir machen 46,4% Damage. Bruder, schick mir gerade dein Set bitte mal. Ich Full Attack. Jolly. Nick, warte kurz. Ah, ich hab Bolt vergessen. Es ist eine Roll. Es ist. Wie viel Prozent Roll? Also. 50%? Nein! Es ist eine 50-50. Und wenn sie uns. Das Ding ist, wenn sie uns nicht umbringen, können wir halt weiter Pyro Ball spammen. Na? Ja. Sie können. Aber was wir jetzt haben. Nein. Ja, dann. Nein, wir lassen sie nicht hochheilen. Sie greifen vielleicht an, ja, deswegen aber ja. Dann müssen sie wir kommen in eine Wir kommen in eine Blaze Range. Stonks, yes, sub. Ja. Sub. Stonks. Wir drücken Sub. Müssen wir, ja. Guten Guys hier. Und jetzt sind wir in der Blaze. Jetzt sind wir in der Range für Blaze. Oh, warte, jetzt trotzdem. Oder warte kurz, wie viel Prozent sind wir? 13, ne? Ja. Killed. Pyro-Ball killed. Mach. Oder 16 sind wir. 16 ist auch. Ich meine. Pyro Boy Kid. Mein Herz, Digga. Okay. Die Scheiße. Pyro Ball nicht missen. Das misst nicht. Das misst nicht. Das misst nicht. Ja, oh. Das ist Sweeper. Haben Sie eine Prio? Nein. Oder? Sie haben ihre letzten beiden Moves halt noch nicht gezeigt. Ja, aber deswegen kann keiner Prio. Scheiße. Pyro Ball bitte nicht missen. Mein Herz klopft gerade. Mein Herz ist gerade am absoluten Abkacken. Drück doch was! Okay. Nein, wir setzen nicht unter Druck. Wir müssen jetzt einfach darauf fokussieren. Pump all deine Energie aufs Symbol. Sorry, YouTube. Ich liebe dich, du warst mein erster Starter in Schwert und Schild. Meiner doch auch. Wir lieben deine Animation. Du bist cool. Du bist kein Banzer. Ja, du warst kein Banzer dieses Mal. Du fixst sie. Komm, hol uns das Halbfinale, Cinder. TJ hat dich wieder geholt, damit du diesmal weiterspielst. Ja, du kommst nächsten Spieltag mit, wenn du den Ball triffst. Das sagt, okay, das überlegen wir nochmal. Aber du hast es damit wenigstens. Du schaffst es zum ersten Mal ins Halbfinale. Hallo? Vielleicht kommst du sogar mit. Ich glaube, es könnte sogar mitkommen. Gegen Benny sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Egal! Hast du gehört? Du musst nur dieses Necrozma jetzt. In Grund und Boden boxen. Einfach mit Pyro Ball treffen. Ja, 90%. Come on, das ist so eine geile Chance für dich.
Ja! Komm, wir wackeln! Gigi, was? Wir haben gewonnen! Mimi, wir haben gewonnen! Wir sind im Halbfinale! Ich explodiere! Und Cinderace hat alles gemacht! Cinderace hat alles gemacht! Wir haben erst mit sie schon wieder umgeballert! Ich bin das und Cinderace hat wieder einen meddernden Crit gewonnen! Cinderace hat schon wieder gecritet! Wir haben einen Item-Kick! Also, ey, dieses Pokémon, ich liebe es so sehr. Wir sind im fucking Halbfinale. Ja. Wir dürfen noch zwei Wochen spielen. Ja. 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 Damit würde ich sagen, meine Damen und Herren, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An alle, die an uns gezweifelt haben. An alle. Ja. TJ, weißt du, was das noch heißt? TJ, weißt du, was das noch heißt? Nächste Woche geht's gegen den Tabellenführer. Benny, wir kommen. Und wir werden dich ein zweites Mal fertig machen. Bis dann. Digga, ja, und dieses Mal, wir brauchen dieses Mal, wir haben immer noch Cliff. Ja. Wir haben Cinderella. Wie gesagt, weggekriegt. Also wie gesagt, Benny, wir kommen, wir holen euch und wir gehen ins Finale. Und damit würde ich sagen, okay, bis dahin. Warte, wir müssen noch Botschaft an Hexen. Ja. Ja, super gespielt. Dieses Kuss an dich, insane, Kuss an euch bei Levin Sammy. So gut gespielte Season von euch, ne? Ja, wirklich. Wirklich. Ja, war ein also, nice Prep mit Fire Punch und Flare Blitz da. Oh, das, beides. Das war wirklich okay, dann würde ich sagen, wir ziehen das nicht so lange. Benny, wir holen dich. Bis dann. Ciao. Und natürlich auch, Richie. Richie, ich vergesse dich öfter. Sorry. Kuss auch an dich.